Damit hallo und herzlich willkommen zurück, direkt beim Ausgang vom alten Lager. Und auf diese Episode habe ich mich eigentlich, seitdem ich in der Barriere gelandet bin, gefreut. Denn jetzt habe ich eine gute Rüstung, ich habe eine starke Waffe, ich habe Einhandskill und ab jetzt laufen wir rum und machen alles kaputt, was mir für die Flinte läuft. Da freue ich mich jetzt drauf, weil jetzt bin ich endlich stark genug, um mal ordentlich was hier zu reißen. Ich überlege mal, ich denke, ich werde auch dem neuen Lager noch einen Besuch abstatten und werde da die ganzen Banditen verprügeln. Denn, soweit ich das gelesen habe, kann ich denen ja sagen, oder kann ich mich mit denen prügeln und das stört keinen. Aber das werden wir mal sehen. Jetzt wird es auf jeden Fall mal Zeit, dass ich hier draußen mal ein paar Viecher platt haue, ihr wisst schon. Wo sind denn hier welche? Jetzt gib mir mal was. Komm, ich bin jetzt bereit. Zack! Das ist aber gar nicht mal so lang, das Schwert. Das kann vielleicht ein bisschen blöd werden. Ah, da sind doch schon ein paar willige Opfer. Hallo? Na, komm her. Wer will zuerst? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Na, komm her. Hör auf, Bogok zu machen. Komm her, zack, jetzt werden sie gewone-hitted. Zack. Jetzt werden EP gesammelt. Sehr schön. Alles wird gewone-hitted, genauso will ich das haben. Das ist vor allem deswegen gut, weil, wie gesagt, beim Kapitelwechsel kann es sein, dass hier neue Monster nachspawnen. Das heißt, es würde Sinn machen, hier jetzt mal alles platt zu räumen. Und genau das habe ich jetzt auch vor. Und die ganzen LP werde ich auf jeden Fall auch brauchen, weil in Gothic 1 war es, soweit ich das verstanden habe, immer so, dass man nicht unbedingt auch als Magier irgendwas in Mana skillen musste, weil die Zauber haben alle nicht besonders viel gekostet. Das ist aber jetzt anders. Jetzt kosten die Zauber um einiges mehr, das heißt, jetzt werden wir auch Mana skillen müssen. Das heißt, jeder einzelne LP ist hier nötig. Die Frage ist, hier geht's ins Ork-Gebiet. Ich soll's nicht übertreiben. Sprecht ihr mich an? Nee. Ja, wahrscheinlich, weil ich jetzt zu euch gehöre. Habt ihr was dagegen, wenn ich mich hier kurz... Behalt deine Drecksgriffel bei dir. Okay, greifst du mich aber an? Ratte, Finger weg, dir zeig ich's. Sie scheinen mich aber nicht anzugreifen. Egal, der Loot, der da drin war, der war nicht besonders toll. Also werde ich das nicht abspeichern. Nicht, dass die jetzt doch was gegen mich haben und mich beim nächsten Mal angreifen, wenn sie mich sehen. Oh Gott, da hinten sind schon Orks. Und das sind Waage, glaube ich. Ja, wir sollten es nicht übertreiben, Leute. Wir sollten es vielleicht nicht übertreiben. Zumindest nicht. Nee. Das muss noch nicht sein. Also ich bin zwar stark jetzt, aber so stark bin ich auch nicht. Halten wir uns lieber mal an Scavenger, Mollerats, Wölfe, Ratten, Blutfliegen und all so ein Scheiß. Da kriegen wir locker LP zusammen. Wir haben jetzt 10, das ist schon mal nicht schlecht, aber da geht mehr. Und ich muss noch gucken, dass ich einen zweiten Ring mit Mana-Bonus finde. Dass ich später, wenn ich Magier bin, zwei Ringe tragen kann mit jeweils Mana-Bonus. So, aber jetzt werde ich mich auf jeden Fall hier mal umgucken. Da oben sehe ich schon wieder die nächsten Opfer. Beziehungsweise das nächste Opfer. Hallo Scavenger. Zack! So einfach geht das. Ich will auf jeden Fall jetzt da mal wieder ein paar Leute verprügeln. Vielleicht kann ich mich auch mit den zwei... Ich könnte ein paar Quests machen. Ich habe gerade überlegt, ich könnte mich mit den zwei Banditen schlagen, die ich auf dem Weg zum neuen Lager getroffen habe. Oder ich könnte ins neue Lager gehen und mich da mit den ganzen Leuten mal ein bisschen unterhalten. Oh, da oben ist ein Turm. Da will ich rauf. Da ist bestimmt was Tolles drin. So, komm. Bitte, ach verdammt. Ich will jetzt bitte hier hochklettern können. Ich will nicht wieder ganz außen rumlaufen müssen. Komm schon. Verdammt. Nee, sieht so aus, als müsste ich außen rum. Ja. Vielleicht hätte ich es schaffen können mit ein bisschen mehr dummen Hin- und Hergespringen, aber es hat nicht sollen sein. Moment mal, komme ich hier überhaupt irgendwo hoch? Ja, hier. Ja, perfekt. So, jetzt gucken wir mal, was da drinnen ist. Hallo, Turm. Komm her. Hoffentlich nicht verschlossen. Wir werden es gleich sehen. Und es ist nicht verschlossen. Sehr schön. Hallo. Und eine Truhe. Aha. Rechts. Na super. Also mit rechts, links geht's los. Ich habe zwei Dietriche verbraucht, um das rauszufinden. Dass es mit rechts, links losgeht. Rechts, links, links. Rechts, links, links. Das war doch nicht so schwer. Ein Dietrich, eine verwitterte Axt, ein grobes Schwert, knapp 70 Brocken und ein Feuerpfeil. Naja, gut. Ich würde mal sagen, besser als nichts. Ist hier sonst noch irgendwas? Hier vielleicht?
Da oben scheint es noch weiter zu gehen, aber das könnte gefährlich werden. Klettern in Gothic ist nicht ganz so einfach. Ist hier noch was? Also ich sehe ja nichts. Kann ich da hochspringen? Oh, verdammt. Gut, ich übertreib's mal nicht. Wenn da oben noch was war, werde ich es nie rausfinden. Oh Gott. Das sind Snapper. Glaube ich. Egal, wenn ich sie nicht probiere, werde ich nie rausfinden, ob ich sie jetzt schaffe. Oh Gott, da kommen sie schon. Und gleich zwei auf einmal. Schauen wir mal, ob's funktioniert. Autsch. Okay, das könnte aber klappen. Jawohl, 220 EP. Und es gab direkt einen Level. Snapper, komm mal her. Da ist er. Ey, das war nicht fair. Das war nicht fair, der ist da oben festgesteckt und hat mich dann auf einmal zack angegriffen. Das war jetzt unfair. Egal, einmal treffen ist in Ordnung. Jawohl, wir kommen auch mit Snappern zurecht. Jetzt brauche ich aber was zum Regenerieren. Was futter ich denn da am besten? Die ganzen Tränke hebe ich mir alles für später auf. Wo ist denn meine Nahrung? Hier ist meine Nahrung. Da ein bisschen Brot. Zack. Hier ein Höllenpilz. Da. Wir sollen ja ausgewogen essen. Ich will ja nicht immer nur das gleiche essen. So. Bier und Wein bringt gar nichts. Reisschnaps auch nicht. Aber einen ordentlichen Schinken gibt es jetzt noch zum Nachtisch. Jawohl. So. Und gestärkt geht's los. Hier war noch ein dritter Snapper, jawohl. 220 EP. Geil. Komm her. Da, Moment mal, da schießt irgendjemand. Schießt der auf mich oder schießt der auf den Snapper? Wer ist das denn? Das ist einer aus dem neuen Lager, oder? Ich glaube schon. Okay, hier ist eine Höhle. Sorry, Typ aus dem neuen Lager. Wir zwar unterhalten uns gleich, aber ich will erstmal da reingucken. Wer war das denn? Hä, seht ihr jemanden? Egal. Den werde ich schon nochmal treffen. So, jetzt will ich wissen, was hier drinnen ist. Ich sehe nichts. Oh, ich sehe eine Spruchrolle. Ein bisschen Sklavenbrot. Ein Trank. Was ist denn das? Eine Spruchrolle. Das sah nach irgendwas Eisigem aus. Was ist denn das? Kann ich da was machen? Nee. Das sah nach irgendwas Eisigem aus. War das vielleicht eine Eiswelle? Magie. Nee, nur Eisblock. Was heißt nur Eisblock? Der Eisblock ist auch ziemlich gut. Damit könnte ich so richtig harte Gegner verhauen. Einfrieren und zack, 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 zack. So, jetzt gucke ich mal, wer das da oben war. Ich würde sagen, dem hauen wir jetzt auch mal aufs Maul. Egal, wer das ist, der kriegt aufs Maul. Schauen wir mal. Oh shit, der will mich eh schon angreifen. Das sind wieder Wegelagerer. Hoffentlich kommt jetzt nur der eine. Oh verdammt, der andere schießt schon auf mich. Ja, der kommt hierher und will mich verhauen. Okay, aber wenn mich nur der eine angreift, dann könnte das möglich sein. Ja, Wegelager. Komm, stirb. Jawohl, 150. Den töte ich gleich. Komm, geh drauf. Nix. Du wolltest mich zuerst töten. So, wenn der da oben noch stecken bleibt. Oh, da kommt er. Oh shit, der hat einen Bogen. Fuck. Hörst du auf? Nein, ich kann ihn nicht angreifen. Ich war gerade irgendwie festgesteckt in der Animation. Sehr schön. Da hat's den nächsten erwischt. So, dich lege ich auch gleich um. Ihr Drecksäue. Zack. Tja, so kann's laufen. Jetzt kann ich mich auch mit Wegelagerern schon anlegen. Ich habe ja gesagt, auf die Folge habe ich mich schon Ewigkeiten gefreut. So. Wie immer ein ausgewogenes Essen. Jetzt gibt's noch ein paar Höllenpilze. Dann gibt's noch mal ein Stück Brot. Wo ist denn eigentlich mein ganzer Käse hin? Hatte ich nicht auch mal jede Menge Käse? Vielleicht habe ich den aus Versehen mal verkauft. So, was habt ihr denn so für mich? 50 Erz, bisschen was zu futtern, ein paar Pfeile, immer her damit. So, und wie sieht es mit dir aus? Langschwert. Oh. Hoffentlich ist das, hoffentlich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser ist, aber ich denke, ich werde es gleich sehen. Das ist ein Bogen, liegt noch hier. Eichenbogen. Die werde ich eh nicht tragen können. Ich glaube, die brauchen alle Geschicklichkeit. Langschwert. Es fehlen 3 Stärkepunkte. Oh, das ist aber... Oh, das ist um einige... Fuck, wie komme ich jetzt an 3 Stärke ran? Ich trage schon 2 Kraftringige, ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein sehr schönes Schwert. Da freue ich mich schon drauf. Habe ich vielleicht noch Stärketränke, die ich vergessen habe zu saufen? Nee, habe ich nicht. Bonus für maximale Lebensenergie. Wieso trinke ich das denn? Das Zeug denn nicht? Zack, oh ja. Jetzt sind wir richtig stark. Trank der Geschwindigkeit, ja. Kurzzeitige Sprinten vielleicht später mal. So. Perfekt. Oh, ich freue mich so drauf. Das ganze Zeug hier alles auseinanderlegen. Wunderbar. Nicht abgesperrt. Sehr schön. Dietrich und ein bisschen was zu futtern.
alles klar. Nimm ich mit. So, sonst noch irgendwas? Nö. So, wer will nochmal, wer hat noch nicht? Vielleicht, wenn ich in der Nähe vom neuen Lager bin, könnte ich da schnell reingehen und sagen, hey, kann mir mal jemand Stärke beibringen? Oh, ein Lurker. Und Orks. Okay, da sollte ich vielleicht nicht hochgehen, aber hier runter kann ich gehen. Hallo? Habe ich eigentlich eine Karte? Ich drücke auf M, aber nichts passiert, also habe ich wahrscheinlich keine Karte. Hallo Lurker. Jawoll, der stirbt. Sehr schön, der hat mich, glaube ich, kein einziges Mal getroffen. Lurkerhaut und Lurkerklauen, mein Gott, ich bin sowas von reich. So, was haben wir hier drin? Komm, gib mir was zum Töten. Was, hier ist ja gar nichts drin. Pah, lächerlich. Gut, gehen wir weiter. Sollen wir mal einen Ork probieren? Hm? Ich soll es vielleicht mal nicht über... Oh, das ist ja eine Orkstadt. Wow. Die will ich mal angucken, vielleicht kann ich da was machen. Jetzt kletter da mal hoch. Kann ich da vielleicht was machen? Nee, kann ich nicht. Okay, dann halt nicht. Aber vielleicht kann ich da irgendwie da hochklettern. Nee, das sieht mir aus, als wäre das zu weit da oben. Nee, da komme ich nicht hoch. Ja, Orks angreifen ist mit Sicherheit eine richtig dumme Idee, aber... Ich muss es zumindest mal testen, meint ihr nicht? Komm, wir testen das jetzt mal. So. Hoffentlich ist es nur einer, weil zwei mache ich auf gar keinen Fall. Aber einen könnte ich zumindest mal versuchen. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich nur einen hierher lock. Oh Gott, die werden sowas von Kleinholz aus mir machen. Aber egal, dafür ist die Schnellspeichertaste da. So, da kommt er schon. Jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Der wird mich alle machen. Hallo, Ork. Oh, shit. Ja, ich mache null Schaden an dem. Vergesst es. Ja, vergesst es. Ja, ich glaube, es gibt irgendeinen Minimalschaden oder eine Minimalstärke oder irgendwie so Minimalding, was man braucht, um den Leuten Schaden zu machen. Und den habe ich für Orks offensichtlich noch nicht. Aber gut, Orks sind auch für sehr, sehr viel später gedacht und noch nicht für jetzt. Das ist aber in Ordnung. Das grenzt jetzt so ein bisschen ein Gebiet aus, in dem ich mich noch nicht umgucken kann. Aber im Rest der Gothic-Welt kann ich mich jetzt derweil umgucken. Das passt schon. So. Dann bin ich hier in dem kleinen Abteil schon fertig. Dann gehen wir mal links rum. Ich glaube, wenn ich jetzt weiter links gehe, dann müsste ich doch irgendwann beim neuen Lager rauskommen. Glaube ich. Was nicht blöd ist, weil vielleicht investiere ich noch ein bisschen was in Stärke. Weil dann könnte ich halt das Langschwert noch tragen. Weil das Langschwert klingt so, als wäre es länger als das Gardeschwert. Und ich mag Schwerter mit einer hohen Reichweite. Ach komm, One-Hit, oder? Jawoll, 60 EP und weg. So, rostiges Schwert, immer her damit. Rostige Waffen nehme ich alle mit. Wenn jetzt schon der rostige Zweihänder 700 Erz wert ist, dann kannst du da hochklettern? Okay. Dann nehme ich auch mal das rostige Schwert mit. So, hier noch irgendwas? Nee. Dann haben wir mal den Goblin da um und das ist, glaube ich, Coverlorn, der da hinten steht. Hi! Wie läuft's, Goblin? Zack, ins Gesicht! Hallo, Fleischwanze! Zack! Wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich die ganzen Fleischwanzen looten sollte. Für die EP werde ich auf jeden Fall alles umbringen, was mir vor die Füße läuft, aber vielleicht nicht alles looten. Schauen wir mal. Hallo, Coverlorn! Ich mache hier mal dein kleines Wanzenproblem hier weg. Hi, Coverlorn! Wie läuft's? Für Gomez. Für Gomez. Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Und Fleischwanzen. Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Hm. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Ich hab schon einen. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Ja, zeig mal her, was du kannst. Bogenstufe 1, nee. Bogen lerne ich nicht. Zeig mir deine Ware. So, er hat 200 Erz, die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Genauso wie sein Dietrich. Die Pfeile könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Na, wobei, die werde ich nicht brauchen. So, 210 Gold, ob wir das wohl zusammenkriegen? Wie wär's? Ich könnte bezahlen mit Schattenläuferfällen. Oh, der kann sich das jetzt schon gar nicht mehr leisten. Hups! Da habe ich es wohl ein bisschen übertrieben. So, jetzt brauche ich noch einen Wert von 10. Wie wär's mit einem Blutfliegenstachel? 213 gegen 210, das passt. So, so leicht kann das gehen. Den beklaue ich noch. Wobei, den werde ich nicht beklauen können. Ja, kann nicht beklaut werden. Langweilig. Kann ich da aber dein Zeug hier klauen? Mal
schauen wir mal, was dagegen hat. Kavalorns Schlüssel. Aha. Ist hier irgendwas abgesperrt? Kavalorn, jetzt wo ich schon mal da bin, im Hinblick auf Gothic 2, würdest du bitte nicht deinen alten Lederbeutel hier vergessen mit deinem Erzklumpen drin. Nur falls du hier mal aus der Barriere abhauen kannst. So, dass du im Zweier nicht nach deinem Lederbeutel suchen musst. So, was mache ich denn jetzt mit dem Schlüssel? Vielleicht ist er irgendwo für die... Oder vielleicht für die Tür. Oder er ist für die Burg irgendwo. Jetzt schaue ich mal. Okay. Vielleicht war das jetzt hier für den kleinen Bereich hier. Schöne Spruchrolle, Kurzbogen, ein paar Pfeile. Ich weiß nicht, ob ich das alles mitnehmen soll. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einen Bogen irgendwann mal tragen werde. So, was haben wir hier? Links, rechts. Boah, das wäre eine ganz schwere Kombination. Feuerpfeil, ein paar Pfeile, grobes Schwert, Axt, Dietrich, alles meins. Moment, ich höre hier jemanden reden. Irgendwer ist hier ganz in der Nähe. Zwei Schattenläuferfälle, Fackel, ein bisschen was, alles klar. Irgendwo habe ich hier jemanden in der Nähe hier reden gehört. Ja, sind wir mal froh, dass Kavalorn hier den kleinen Raum da hinten angelegt hat. Der wird nämlich in Gothic 2 auch von jemandem benutzt. Als Unterschlupf. So, danke Kavalorn, weiter geht's. Nein, könnte ich nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht ein, zwei Leute hier umhauen soll. So wie Kavalorn. Ich könnte ja Kavalorn eigentlich umhauen. Für die EP, aber das kriege ich nicht übers Herz. Er hätte wahrscheinlich nicht mal was dagegen. Ich weiß es nicht. Aber ich will Kavalorn nicht umhauen. Hi. So nötig habe ich es dann mit den EP doch nicht. Alles wird gewonnen, hättet. Wahaha. So. Was haben wir hier denn noch so? Pilze, ich nehme alles mit. Alles, alles meins. So, irgendwo habe ich hier jemanden reden gehört. Ach, das, da oben sind sie, oder? Da oben, das sind die zwei Banditen, die mich umgebracht haben. Ich würde mal sagen, es ist Zeit für Rache, oder? Schauen wir mal, ob wir die schaffen. So. Kommt die hier hoch? Kommt der hier hoch? Nee, kommt er nicht, oder? Nee, ich muss da runtergehen wahrscheinlich. Ja, die wollen beide herkommen und mich verhauen. Dann komme ich doch runter zu euch. Komm, geh einfach sterben. Geh einfach sterben. So. Ich töte die mal aber noch nicht. Vielleicht kann ich mit denen was machen. Vielleicht hätte ich die anderen auch nicht sofort töten sollen. Weil vielleicht sagen die jetzt, okay, wir lassen dich ab jetzt in Ruhe. Weil, wenn ich sie nicht töten muss, mache ich es nicht. So. Dann schaue ich mir mal eure Truhe an. Links, rechts, rechts, links. Okay, das lief ja schon mal gut. So, mal gucken, was... Das wird dir noch leid tun. So, greifen die mich jetzt nochmal an? Das wird dir noch leid tun. Ja, die greifen mich nochmal an. Oder? Was macht der denn? Ich will ihn halt nicht töten. Ach, der haut ab von mir. Okay, dann töte ich sie. So, das war's. Auf Wiedersehen, Wegelagerer. Tja, wir sind in der Barriere, Leute. Jeder ist sich selbst der Nächste. Das erinnert mich irgendwie an Gomez, wie Gomez mich umgebracht hat. So. Was haben wir hier noch drin? Fängt ja schon mal gut an. Rechts, rechts, links, links. Rechts, rechts, links, rechts. Okay, es ist rechts, rechts, links, rechts. Aber ich muss jetzt eigentlich gar nicht mehr neu laden. Ich müsste so viele Dietriche haben, das müsste eigentlich passen. Rechts, rechts, links, rechts. Ja, ich glaube, das mit dem Laden kann ich jetzt sein lassen. Ich glaube, ich habe genug Dietriche. So, tja, liebe Wegelagerer. So schnell ist euer Wegelagerer-Leben vorbei. Ich glaube auch, dass der Lurker, der hier um die Ecke steht, der ist, den ich für das Quest brauche. Vielleicht für Homer. Homer, Homer, wie auch immer. Keine Ahnung, wie der Typ aus dem neuen Lager heißt. So, dann komm mal her. Dich schaffe ich. Und zack, zack, zack. Der schlägt viel zu früh zu, so trifft er mich aber nicht. Ja, wunderbar. Perfekt, weiter geht's. Hier sind, glaube ich, noch mehr von den Viechern. Und die Blutfliegen, an denen nehme ich jetzt auch Rache. Jetzt ist die Zeit gekommen. Wir haben 20 LP, aber das wird noch mehr. Das wird noch viel mehr. Ich könnte jetzt vielleicht... Wobei, in die alte Mine muss ich sowieso nochmal gehen. Also da muss ich jetzt nicht hingehen. Ich dachte, vielleicht kann ich jetzt in die alte Mine gehen und kann ein paar Minecrawler machen. Aber da muss ich ja sowieso nochmal hin. So, um euch kümmere ich mich gleich. Ich will jetzt... Oh Gott, Warane. Schauen wir mal, kommt ihr alleine? Hey, du da.
Hey, ich könnte jetzt auch die Leute mit dieser Sumpfproduktion da angreifen. Mit der Sumpfkrautproduktion da angreifen. Oh, ich mache. Nee, ich mache. Oh, jetzt habe ich Schaden an ihm gemacht. Hey, ich habe ihn zweimal getroffen, aber keinen Schaden gemacht. Hm, wer weiß. Vielleicht habe ich jetzt die letzten beiden Male gekrittet oder so. So, dann komm mal her. Schaffe ich schwarze Goblins? Ich weiß es nicht. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Goblins. Moment. Du sollst schon alleine kommen, das ist dir... Was, Moment. Hä? Du kommst schon alleine, oder? Weil 20 oder was das da sind, die schaffe ich nicht. Okay, ich glaube, er kommt alleine. Komm schon, wenn ich den schaffen könnte, dann könnte ich gleich die gesamte Höhle ausräumen. Jawohl, den schaffe ich. Perfekt. Dann gehört diese Höhle jetzt auch mir. Ich bin mir nicht sicher, wo dieser Lurker ist, den ich für das Quest für Humor umbringen soll. Vielleicht war das schon einer von denen. Oh Gott. Ja, die wollen anscheinend zusammenhalten. Oh shit, jetzt greifen mich zwei an. Oh verdammt. Okay, schauen wir mal, wie es läuft. Drei sogar! Oh shit. Komm, geh sterben, geh sterben. Stirb schon! Oh Gott, jetzt kommen die anderen auch noch alle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist vielleicht ein bisschen zu hart. So, jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Sehr schön, so ungefähr hatte ich das gehofft, dass ein paar stecken bleiben und vielleicht einer nach dem anderen hier hochkommt. Okay, jetzt sind sie alle. Komm, stirb einfach, stirb, stirb. Stirb, stirb, stirb. Jawohl, das läuft ja richtig gut. Du auch noch, wo ist der andere? Hör auf, mir wegzulaufen. Du bist tot, du weißt es noch. So viel Schaden haben die jetzt gar nicht gemacht. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich jetzt mittlerweile doch schon eine sehr, sehr gute Rüstung habe. Ah, die droppen mir alle nichts, ist ja voll langweilig. Die haben kaum Schaden gemacht. Gott, ich liebe es, hier rumzuziehen und alles zu töten. Die ganzen LP, alles meins. Alles, alles meins. So, wer bist du? Komm her, du bist der Letzte. Geh einfach sterben, komm. Du hast schon verloren, Junge. So. Wie viel LP ungefähr 1200 LP meine ich gesehen zu haben, so auf den ersten Blick. Das ist schon mal gar nicht mehr so viel. Es sind nur 5-6 Monster und schon habe ich's. So. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Hier läuft doch bestimmt noch irgendein Viech rum. Der da oben, den Erpresser, den kann ich auch noch machen. So, jetzt kümmere ich mich erstmal um diese ekelhaften Blutfliegen. Und da sind noch mehr Goblins. Diese blöden Blutfliegen, die haben mich früher immer umgehauen. Aber jetzt ist es Zeit für Rache. Hi Goblin. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Kann man vielleicht, ist da vielleicht hinter dem Ding was versteckt, hinter dem Wasserfall, das muss ich mal gucken. Der sieht nämlich irgendwie verdächtig aus. Schauen wir mal. Ja, tatsächlich. Da ist tatsächlich was versteckt. So. Ich sehe eine Truhe, ich sehe einen Trank, eine Spruchrolle, keine Ahnung, was das für eine ist, und eine Truhe. Dann zeig mal her. Und sie ist nicht verschlossen. Zwei Dietriche, ein bisschen was, eine Heilung und ein paar Pfeile. Naja. Naja. Aber ich will mich nicht beschweren. Es ist besser als nichts. So. Was könnte ich jetzt machen? Die alte Mine, die direkt neben mir ist, da gehe ich später noch hin. Das heißt, das muss ich jetzt noch nicht unbedingt machen. Ich mache jetzt erstmal die Blutfliegen. Dann kann ich auch noch durch den Wald ein bisschen durchziehen. Oh ja. Gebt mir all eure LP. Beziehungsweise EP. Es ist zu spät. Oh, geone-hitted. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Zack. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? So, gebt mir all euer Zeug. Halt. Zack, zack, zack. So, du auch noch. Zack. Und nochmal zack. Boom. Tja, ab jetzt sieht's anders aus, Blutfliegen. So, jetzt habe ich auch keine Angst mehr vor dem Wald. Hallo Wald. Aber die Rüstung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das Erz dafür auszugeben war auf jeden Fall wichtig. Jetzt komm her, hör auf, von mir davon zu fliegen. Ekelhafte Mistviecher. Und zack. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles noch looten soll. Wahrscheinlich brauche ich so viel Erz in meinem Leben nicht mehr. Aber Moment.
Ich meine, ich gehe natürlich noch ein bisschen nach oben in den Rängen. Ich bin jetzt Schatten. Und wenn ich dann irgendwann Gardist werde, gibt es da vielleicht auch wieder eine schwere Rüstung. Und dann gibt es bei den Feuermagiern wieder eine schwere Rüstung. Und dann brauche ich hierfür wieder Erz. Also man kann eigentlich nie genug Erz haben. Das heißt, ich werde auf jeden Fall noch alles einpacken, was ich so finde. So, die paar Mollarets, die machen wir doch locker weg. Zack, zack, zack. Wieso leuchtet denn der Stein hier so? Mysteriös. Egal. Das wird wahrscheinlich nur irgendein Grafikglitch sein. Hallo Mollarat. Zack. Hallo Mollarat. Zack. Ich sag euch, ich habe hier gerade den höchsten Spaß, Leute. Das ist so der Moment, wenn man endlich stark genug ist in Gothic und es ist endlich soweit und du ziehst einfach los und kannst alles kaputt machen. Also, nicht alles, aber ihr wisst, was ich meine. Man kann halt ein bisschen rumlaufen und muss zumindest vor, keine Ahnung, der Hälfte der Viecher, die auf der Welt so wandeln, erstmal keine Angst mehr haben. Ich weiß, hinter mir ist auch noch was. Vielleicht sollte ich das hier hinten alles erst machen. Dann ist der gesamte Bereich erstmal erledigt. Ist es ein Drachensnapper? Es ist entweder ein Snapper oder ein Drachensnapper. Ich weiß nicht, ob es Drachensnapper in Gothic 1 gibt. Ich denke, das werde ich gleich mal rausfinden. Weil irgendein Viech ist da. Aber ich meine, es ist nur ein normaler Snapper. Weil in Gothic 2 ist die Höhle da nämlich von 3, 4, 5, 6, 7 Drachensnappern bewacht. Oh shit. Komm, der erste muss jetzt sterben. Der erste muss jetzt sterben. Oh shit, das war's. Tja, so ein Rudelsnapper ist halt trotzdem noch gefährlich. Der eine hätte früher sterben müssen. So, komm du mal alleine her. Ich schaffe euch zusammen einfach nicht. So, jetzt komm her. Ja, du sollst da über den Stein drüber und sollst mich dann angreifen. Und dann komme ich halt zu dir. Autsch. Ja, die beißen schon ganz schön hart. Aber noch lange nicht so hart wie die Drachensnapper. Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es die in Gothic 1 überhaupt gibt. So, jetzt sind wir zwei alleine Snapper. Jetzt zeig mir mal, wie stark du jetzt bist ohne deinen Kumpel. Zack, zack, zack. Komm. Wenn ich im richtigen Moment zuschlag, würde er mich wahrscheinlich nie treffen. Jawoll. Sehr schön. So, und all das für einen Trank. Ich gucke mir die ganzen Tränke und alles, was ich gelootet habe, gucke ich mir mal an, wenn ich mal wieder... Oh shit, es wird Nacht, oder? Oh verdammt, ich glaube, ich habe vergessen zu pennen. Oh Mann. Okay, jetzt mache ich die Viecher noch schnell und dann wird es wahrscheinlich langsam Zeit, dass ich ins Lager zurück und schnell pennen gehe. Hi Scavenger, sorry, ich kann nicht viel Zeit mit euch verbringen. So. Her damit und her damit. Weil nachts will ich hier nicht rumlaufen. Nicht unbedingt, weil ich Angst vor den Viechern habe, sondern weil ich mich einfach sonst nicht auskenne. Ich kenne mich ja tagsüber schon kaum aus. So, da oben sind noch ein paar Scavenger. Aber es hilft nichts. Ich gehe jetzt erst pennen. Oh, 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 oh. Wölfe. Hallo, Wolf. Jawoll. Sehr schön. 90 EP. Da ist auch gleich eine Höhle nebendran. Da gehe ich auch noch schnell rein. Es gibt so viel zu tun. So, was haben wir hier? Wieder mal absolut nichts. Was ist denn mit den ganzen Höhlen hier los? Okay, das war nur ein Unterschlupf. Eigentlich macht es ja keinen Sinn, dass da viel Loot drin wäre. Weil es ist eine Höhle von Wölfen. Und wieso sollten Wölfe hier den fetten, irgendwelche Truhen und irgendwelchen fetten Loot da drin haben? Also so gesehen macht es schon Sinn, dass da eigentlich nichts drin ist. So, aber jetzt, wie gesagt, wird es Zeit, zurück ins alte Lager zu gehen. So, hier nehme ich den Loot noch kurz mit. Folgendes mache ich. Ich laufe kurz zurück ins alte Lager, dann schlafe ich und dann sehen wir uns gleich hier an der Brücke wieder. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Ich bin nur kurz ins alte Lager gelaufen, habe bei der erstmöglichen Gelegenheit gepennt und bin wieder hier zurückgelaufen. So, und jetzt wird es Zeit, dass wir uns hier die restlichen Viecher gönnen. Zum Beispiel die da hinten. Und dann laufe ich mal diesen Weg da hoch und dann bin ich mal gespannt, was es da oben so gibt. Hallo Scavenger. Hallo Scavenger. Ich weiß nicht, ob ich das ganze Fleisch noch mitnehmen soll. Ich meine, das zu braten dauert sowieso eine Ewigkeit, aber ich könnte es vielleicht verkaufen. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht allzu viel wert, aber ich verkauf's. Irgendwann mal, schätze ich. Zumal ich schon noch vorhabe, mir jede Menge Mana, Heiltränke zu kaufen, Spruchrollen, all so ein Zeug. Also, wie gesagt, Erz kann man nie genug haben. Vor allem in Gothic 2.
Wobei in Gothic 2 kann man eigentlich genug Erz haben, weil da schmiedet man sich die Waffe aus dem Erz und dann hat man, dann braucht man eigentlich kein Erz mehr. Hier sieht es ein bisschen anders aus. So, alles gar kein Problem. Ihr kriegt alle auf die Nuss. So, ihr da oben auch. Ich bin mal gespannt, wo es da oben hingeht. Bitte nicht zu Orks, ich will jetzt hier nicht schon wieder umdrehen müssen. Wunderbar. Und ich will natürlich auch die andere Waffe tragen können. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt echt nochmal LP ausgeben soll, nur um die neue Waffe zu tragen. Nur um ein bisschen mehr Schaden im Nahkampf zu machen. Oh, da links geht's zu irgendeiner Schlucht. Was gibt's hier oben noch? Oh, greifen die mich an? Das sind auf jeden Fall Typen vom neuen Lager. Shit, der greift mich an. Die Frage ist, ist das einer vom neuen Lager oder ist es nur so ein Wegelagerer? Gut, ich denke, ich werde es jetzt rausfinden. Räuber! Für Räuber habe ich sowieso nichts übrig. Warte mal, irgendwer schießt hier auf mich, oder? Nee, ich dachte, irgendein anderer schießt noch auf mich. Okay, ich denke mal, das ist wahrscheinlich ein Räuberversteck. Hier wird, hier, ich meine, wenn das schon von einem Räuber bewacht wird... Oh ja, da oben ist einer. Wenn das schon von einem Räuber bewacht wird, dann gibt es hier wahrscheinlich noch mehr Räuber. Also würde ich sagen, räuchern wir das Versteck mal aus. Oh Gott, der greift mich wahrscheinlich an und ich falle direkt wieder runter. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Bist du dir da sicher? Oh, der da unten lebt ja schon wieder, verdammt. Ach, ich muss die umbringen. Okay, dann bringe ich die mal um. Da hinten sind noch mehr. Oh ja, das wird interessant. So, gib mir deinen Pfeil, gib mir all dein Zeug. So, dich habe ich aber umgebracht, oder? Das wollte ich gar nicht machen. Oh nein. Frag mich nicht, warum ich jetzt auf einmal gesprungen bin. Aber jetzt kann ich den schnell umhauen. Tschüss, Räuber. Verzeiht mir. Langsam wird mein Mund trocken. So. Hallo, anderer Räuber. Vielleicht haut er mich jetzt wieder runter, sodass ich gleich wieder unten tot liege. Ja, der wartet schon auf mich. Hi, wie geht's? Mir geht es gut. Greifst du mich nicht an? Er weiß wahrscheinlich, dass es eh keinen Sinn macht. Ja, der weiß, dass es keinen Sinn macht. Aber mal gucken, wer da hinten noch so auf mich wartet. Ich mag das. So ein Banditenlager hier auszuräumen, ich mag das. So, dann nehme ich mir dein Zeug halt alles nochmal. Oh, jetzt bin ich schon wieder gesprungen. Frag mich nicht, warum ich das gemacht habe. So, jetzt werden wir auf jeden Fall mal das Banditenlager ausräumen. Und dann werden wir in der nächsten Folge auch da in diese Schlucht reingehen. Und keine Ahnung, was mich da erwartet. Wir werden es rausfinden. Ich mache an der Stelle mal kurz Schluss. In der nächsten Folge wird noch weiter geschnetzelt. Also ich gehe schon noch davon aus, dass noch ein, zwei Folgen, dass wir im Minental rumlaufen werden und alles umhauen, was uns vor die Flinte kommt. Ich freue mich drauf. Hoffentlich ihr auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.